Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft in Kapitel 3. Im Final Chapter ankern wir vor Temperance. Zumindest hoffe ich, dass wir das tun. Hundertprozentig sicher bin ich mir da nämlich nicht, weil wir hier zwar vor einer Insel sind, aber hier eine relativ große Entfernung auch noch. Na gut, es geht. 300 Meter in die Richtung. Könnte auch bedeuten, über die Eisscholle einfach geradeaus rein. Das schauen wir uns dann aber im nächsten Livestream an. Da ist dann auch wieder die Crew mit dabei. Da freue ich mich schon sehr. Was ich jetzt aber als erstes mal gucken möchte, wir haben Windräder, wir haben Elektrogrills, wir haben eine neue Batterie und eine Scheinwerferstirnlampe. Und da würde ich mal einen Blick drauf werfen. Soweit ich das gesehen habe, braucht das alles Titanbarren, sodass ich nicht so ganz hundertprozentig meinen Plan umsetzen kann. Was wäre denn mein Plan gewesen? Mein Plan wäre gewesen, aber das kann man ja vielleicht noch umsetzen, überall da, wo Batterien gebraucht werden. Das würde ja zukünftig hier sein, ne? Mal angenommen, ich ersetze die beiden Grills durch Elektrogrills, damit wir da kein Holz mehr reinschmeißen müssen. Hier ist der Smoothie Maker, das braucht beides Strom. Hier ein Windrad hin und dann werden die Batterien hier immer so ausgewechselt, wie sie gebraucht werden. Was interessant sein wird, ist auch, ob die Windräder nur die kleinen, nur die neuen großen Batterien, die es jetzt auch gibt, oder beides laden kann und ob man da, wo jetzt kleine Batterien drin sind, auch große wird reinmachen können, weil dann würde ich die natürlich perspektivisch alle ersetzen. Was machen wir aus den kleinen Batterien? Stirnlampen, wenn es noch geht. Ja, das wollen wir mal schauen. Ich würde es vielleicht auch mal, um das mal so auszureizen, auch mal zu gucken, ob dieses Windrad wirklich eine Stelle braucht, wo Wind ist, oder ob man das einfach überall hinstellen kann. Deswegen würde ich vielleicht mal da zuerst eins hinbauen. Schauen wir mal. So, die Währung mehrt sich auch langsam. Das möchte ich auch mal wieder zwischendurch schauen. Das hier weitergeht. Damit wir irgendwann den Händler leer kaufen können. Zumindest sobald wir über die entsprechende Reputation verfügen. Aber das ist ein anderes Thema. Um das jetzt hier heute nicht gehen wird. Steine, was machen denn da eigentlich zwei Purifier drin? Fortschrittlicher Reiniger. Naja, egal. Nur wundern. So, das kann wieder zurück. So, jetzt geht's erstmal ins Lager. Da wollen wir erstmal gucken. So, wir brauchen ja auf jeden Fall Titanbarren. Ich nehme die mal alle raus. Damit ich die im Inventar habe. Hier irgendwo war auch noch geschmolzenes Titan, ja? Okay. Gibt es auch noch irgendwo Titanerz, dass wir hier schon mal weiter schmelzen können? Gibt es sowas noch? Oder ist das schon alles verbrutzelt worden? Wir haben generell kaum noch irgendwelche Erze, habe ich den Eindruck. Und viele leere Kisten neuerdings. Okay, dann werde ich hier mal ein bisschen weiterschmelzen, auch in der Zwischenzeit. Damit wir hier auch nochmal was Sinnvolles tun. So, ich möchte wenigstens alles einmal bauen. So, wir gucken mal. Also, hier ist der Elektrogrill. Planke, Schrott, Metallbahn. Planken, Schrott, Metallbahn. Also, Planken. Nehmen wir mal ein bisschen mehr. Schrott. Metallbahn. Ah ja, hier fehlen ja die Schilder, weil wahrscheinlich, ja, da war ja ein Loch in die Wand gerissen. Erstmal vielen Dank fürs Wand wieder zumachen. So, Metallbarren.
Jetzt die Frage, was ist am interessantesten? Also, wir brauchen ja sowieso alles. Also, einmal den Elektrogrill. Erstmal einmal. So, Smoothie Maker, der stand ja schon. So, das Akkuladegerät braucht noch Seil- und Leiterplatinen. Haben wir Seil- und Leiterplatinen? Seile sind da. Wie sieht es denn mit Leiterplatinen aus? Da gibt es auch noch Leiterplatinen. 4 Stück für die Windturbine. Gut. Dann, was habe ich gesagt? Wir haben noch die Stirnlampe, die neue und die fortgeschrittene Batterie. So, die Stirnlampe braucht eine einfache Batterie. Haben wir denn hier irgendwo noch eine? Sei es auch eine leere, nur um das mal auszuprobieren. Aber dass die auch Titan braucht, ne? Ich hoffe, die kann man irgendwie wieder aufladen. Weil das wird natürlich ein teures Vergnügen. Mit dem Titan. Mensch, jetzt schwören können, hier liegen irgendwo noch. Hatte ich hier nicht irgendwo? Hier. Aber das sind volle Batterien. Gut, ist egal. Nehmen wir jetzt eine volle Batterie. So, fortgeschrittener Scheinwerfer. So, wir haben das, wir haben das. Genau, eine fortgeschrittene Batterie würde ich jetzt gerne noch machen. Wo waren die denn? Hier. Kupferbarren. Das kriegen wir doch hin. Hier, Kupferbarren. So, haben wir eine fortgeschrittene Batterie. Gut, das sieht doch alles ausgezeichnet aus. So, Kupferbarren wieder zurück. Holz behalten wir mal. Titan wieder zurück. Ja. Es geht schon alles ganz gut und ganz schnell weg hier. So, Metall. Schrott packen wir auch wieder zurück. Ganz brav. Holz behalte ich mal, falls wir da welches brauchen. Ah! Nicht gesagt, wegwerfen. Seil. Kommt auch wieder zurück. Hm, Schrott. Was habe ich denn da gemacht? Es schneit hier sogar rein, ne? Das ist seltsam. Ja, hier. Ah ja, hier. Noch ein bisschen schmelzen, hatte ich ja gesagt, ne? So. Oh, kein Holz mehr? Doch. So, jetzt habe ich kein Holz mehr. So. 20 und 8. Ist auch besser als 17 und 4. Alles klar. So, die Barren wieder, die Barren zurück. Gut, was noch? Essen, trinken, ich muss mal nach den Tieren gucken. Ich muss überhaupt mal hier nach allem gucken. Jetzt mal wirklich. Bevor ich jetzt hier irgendwelche Sachen aufbaue. Ja, mal gelootet werden könnte auch mal wieder. Aber erstmal nach den Tieren gucken. So, wie sieht's denn aus hier? Hier ist kein Wasser mehr drin.
Hier ist noch Wasser drin. Hier ist noch Wasser drin. Ah, mit den Batterien. Hier ist Wasser drin. Hier ist Wasser drin. Hier ist auch kein Wasser mehr drin. So, mehr habe ich jetzt an Wasser auch nicht dabei. War denn hier direkt darunter das Rohr, was nicht an... Ja. Das Rohr, was nicht angeschlossen ist. Kriege ich das denn irgendwie hier dran? Ja, oder? Warte mal. So, Wasserrohre. Geht nicht? Wie hatten wir das denn gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ehrlich gesagt. Wo war denn jetzt das Problem? Weiß es nicht mehr. Doch, so. Es war ein bisschen Fingerspitzengefühl nötig. Kein legasthenischer Grobmotoriker. Oh wei, oh wei. Vergiss das. So. Du Rohr auch zurück. So, Rohrleitung repariert. Gut, jetzt will ich aber nicht natürlich in der Folge auch noch die Sachen aufbauen, ne? Keine Frage. Also pass auf, wir machen mal als erstes das Windrad. Ich habe ja gesagt, der Härtetest ist für mich... Boah, ist das groß. Wie groß ist denn das? Ziemlich groß. Und das lässt sich nicht überall bauen. Es würde sich hier unten bauen lassen. Wie sieht es denn hier aus? Hier, da, hier, da rechts wäre es am besten, finde ich, aber da versperrt es ja auch den Durchgang irgendwie, ne? Ich stelle es mal hier irgendwie hin, wenn es geht. Okay, es scheint zumindest mal zu funktionieren. Die Halterungen sehen aus, ja, wie ganz normale Halterungen halt. Die große Batterie, wo probieren wir die denn mal aus? Was ist hier mit der Batterie? Mal gucken. Ob hier schon irgendwas leer ist. Ja, die ist leer. Gut, dann nehmen wir mal die Batterie weg. Und packen dafür die große rein. Mal gucken, ob das geht. Tatsache, in die alten Halterungen passen die neuen Batterien. Und halten dann natürlich dementsprechend länger. Also perspektivisch würde ich sagen, alles austauschen gegen die großen Batterien. Perspektivisch, ne? Das ist halt wegen den Titankosten. So, 2, 3, 4. So, die ganzen leeren Batterien. Ich nehme mal an, es geht ein bisschen langsamer als mit Sprit. Aber cool, so 4 Stück, dass man da auch 4 Batterien gleich laden kann. Der Ladestand wird angezeigt. Man verschwendet auch keinen Sprit, wenn nicht überall noch Batterien geladen werden. Okay. Boah, die sind schon auf Orange gesprungen hier. Was ist hier? Voltage.
Macht wahrscheinlich gar keinen Unterschied, würde ich mal behaupten. Okay. Elektrogrill. Ich baue hier gleich mal einen von denen ab. Aber vorher möchte ich gern, dass das Holz noch sinnvoll zu Ende verwendet wird. Was bedeutet? Da machen wir noch ein paar Häppchen drauf. So, schwuppsdiwupps. Ach so, wahrscheinlich war da hinten leer. Oder hat die neue Batterie nicht so viel Power? Das wäre aber ungünstig. Da wird noch gegrillt. Ach komm, ich kann ja hier auch noch was grillen. Eigentlich könnte ich auch noch was kochen. So. Das Windrad. Haben wir ja schon. Werden wir ein bisschen Geduld haben müssen. Was aber ja überhaupt nicht schlimm ist. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Na gut, ein Holz übrig. Ich denke, da können wir mit leben. So, noch ein paar Kartoffeln. Kartoffeln. So, ein bisschen ernten können wir auch noch. Ups, Eiltempo. Speed ernten. Wer kann es schneller? Neuer Highscore, würde ich sagen. So, gießen. Na? So, schaut doch schon mal gut aus. So, dann könnt ihr schon mal wachsen und gedeihen. Hier ist das Essen fertig. Die Batterien stehen mittlerweile auf gelb. Gut, müssen wir halt ein bisschen Geduld haben. Da kann ich persönlich ja sehr gut mit leben. Und so haben wir alle noch ein bisschen Folgen und Spaß, bevor es hier zur nächsten Location geht. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne immer, ne? Abo, Däumchen, Glocke und alle anderen sonstigen
positiven Dinge, die ihr mir hier gerne angedeihen lassen möchtet. Gut, ja, und den anderen Kram oder einen Teil davon, mal schauen, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und bis hierher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Die Sonne geht wieder auf, juhu! So, jetzt aber abschalten. Tschüss!